Hallo, hier ist Christoph von Linux und ich wollte euch kurz nochmal eine Screencast-Anwendung vorstellen. Generell benutze ich für meine Screencasts eigentlich ganz gerne Record My Desktop. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Anwendung. In meinen Aufgaben erfüllt sie eigentlich normalerweise ganz gut. Ich kann sie mal euch hier zeigen kurz. Das ist also Record My Desktop. Ein kleines Anwendungsfenster. Ich benutze normalerweise die Terminal-Variante. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass ich hier jetzt in der Oberfläche nicht genau auswählen kann, wo denn jetzt aufgenommen werden soll. Also ich kann das hier nur in diesem kleinen Bereich hier selektieren. Ich kann nicht sagen, hey, nimm entweder die linke oder rechte Bildschirmhälfte auf. Also ich habe hier ein Dual-Monitor-System. Und ich kann halt jetzt hier nicht präzise sagen, was ich denn hier aufgenommen haben möchte. Alternativ könnte ich sagen, hey, nimm mir jetzt dieses Fenster auf. Das wäre jetzt noch ganz okay, aber wie gesagt, wenn ich hier einen gesamten Desktop aufnehmen möchte, ist es etwas schwieriger. Generell, wenn ihr das Programm benutzt, würde ich euch empfehlen, in die erweiterten Einstellungen zu gehen. Unter Leistung vielleicht die Framerate nach oben setzen, 25 Frames, das ist eigentlich dann immer sehr flüssig. Audio, Puls Audio eintragen, dann könnt ihr hier in euren Audio-Einstellungen auswählen, dass halt jetzt zum Beispiel hier bei mir von der Webcam aufgenommen werden soll. Und unter Miscellaneous zum Beispiel für GNOME Shell halt hier deaktivieren, dass der Aufnahmebereich auf dem Bildschirm dargestellt wird, weil sonst gibt es hier etwas Chaos in der GNOME Shell. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein gutes Programm. Nutze ich recht gerne. Vielleicht noch als zweites Feature, was für Screencasts ganz schick ist, ist Screen Key. Das hatte ich auch schon mal im Blog vorgestellt. Ihr seht jetzt erstmal, dass ihr nichts seht. Der Grund ist, das Ganze wird erst aktiviert, wenn ich hier jetzt was tippe. Also ihr seht immer das, was ich tippe, praktisch als Einblendung im Bildschirm. Leider funktioniert das auch nicht gut mit dem Dual-Screen-Monitor, deswegen seht ihr den Text immer etwas außerhalb der Mitte dargestellt. Wenn ihr nur einen Bildschirm habt, dann funktioniert das hier besser. Gut, also Screen Key für diese Eingaben und Record My Desktop für die Aufnahmen. Es gibt eine Anwendung, die kombiniert das Ganze. Das nennt sich IDete, ist relativ neu und auch noch in Entwicklung, aber ich finde super schick gemacht und für Screencasts eigentlich fast ideal. Ihr habt hier eine relativ kompakte Oberfläche. Ihr habt die Möglichkeit, Audio auszuwählen, welches Gerät ihr nehmen möchtet. Ihr hättet noch die Option zu sagen, hey, dass auch noch Klänge vom Bildschirm aufgenommen werden. Also halt, wenn ihr Musik vom Rechner abspielt, dann würdet ihr das auch im Screencast hören. Bei Record My Desktop und Pulse Audio muss man da ein bisschen schwierig irgendwelche Pipes zusammenbauen, die das Ganze dann machen, aber auch möglich. Nun gut, ich habe hier einen Dual-Screen-Monitor. Ich kann sagen, hey, nimm mir den linken Bildschirm auf, nimm mir den zweiten Bildschirm auf, das Ganze als Vollbild. Ich kann aber auch sagen, hey, mach nur das Ganze benutzerdefiniert. Dann habe ich hier einen kleinen Overlay, den ich hier frei verschieben kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, mach hier den gesamten Browserbereich, nimm das Ganze auf. Und wenn das ist, also wenn das Programm aktiv ist, liegt er halt hier drüber. Sobald ich irgendwas anderes aktiviere, also ich könnte jetzt zum Beispiel meinen Browser wieder hier nehmen und das wieder frei verschieben. Also es behindert einfach nicht. Zusätzlich habt ihr hier im Erscheinungsbild noch die Möglichkeit, wie bei Screen Key, eure Tastenanschläge symbolisch oder darstellen zu lassen. Plus Klicks auf dem Bildschirm mit der Maus als kleinen Hinweis geben zu lassen und auch die Maus mit einem kleinen farbigen Kreis umgeben zu lassen, sodass man sie halt als Betrachter des Screencasts gut erkennen kann. Leider Gottes funktionieren die beiden Optionen gerade nicht sonderlich. Also ich habe schon festgestellt, dass bei mir das System crasht, wenn ich Screencasts oder IDeter mit dieser Funktion laufen lasse. Ja, um das mal kurz ein bisschen zu demonstrieren, packe ich einfach mal jetzt mein Terminal-Fenster hier rein. Angenommen, ich möchte jetzt in einem Screencast irgendeine Funktion im Terminal erklären, könnte ich jetzt hier die Aufnahme starten. Man sieht, es läuft ein kleiner Timer, sodass man seine Aufnahme in Ruhe vorbereiten kann. Jetzt sehe ich hier auf meinem Bildschirm,
sehe ich hier den Bereich, der halt aktiv ist. Und was jetzt ganz schick ist, wenn ich jetzt hier was tippe, dann sieht es der Betrachter des Screencasts. Ja, wieder wie ähnlich bei ScreenKey sehe ich alles, was ich eingebe auf dem Bildschirm. Hätte ich jetzt noch die zwei anderen Funktionen aktiviert, würde ich jetzt auch noch Mausklick symbolisiert bekommen und auch die Maus hinterlegt, aber leider, wie gesagt, funktioniert das nicht sonderlich zuverlässig. Was auch noch recht schick ist, ich habe hier auch noch ein kleines Fensterchen, da kann ich halt jetzt die Aufnahme pausieren, sodass ich irgendwelche anderen Sachen vorbereiten kann. Und wenn ich halt möchte, kann ich es einfach wieder fortsetzen oder abbrechen und fertigstellen, generiert dann das letztendlich das Video. Also das heißt, ich bin deutlich flexibler als bei Record My Desktop, wo ich eigentlich keine Anwendung, also wo ich den Screencast nicht unterbrechen kann, wo ich ihn nicht mal neu starten kann oder was auch immer, sondern ich muss das halt an einem Stück alles aufnehmen. Für Screencasts, die man recht spontan erstellt, sicherlich ganz okay. Aber wenn man ein bisschen besser das Ganze planen und organisieren möchte, ist es vielleicht ganz gut, hier mit iDita zu arbeiten. Ich hoffe mal, dass die Anwendung sich noch weiterentwickelt. Aktuell sind, wie gesagt, noch nicht alle Funktionen so super stabil. Also speziell das mit dieser Maus-Symbolisierung funktioniert nicht ganz gut. Aber ich hoffe mal, dass sich das in der nächsten Zeit noch entwickelt. Ja, also ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß auf dem Blog und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!